Da! Da! Die Route ist vor etwa 25 Jahren schon eingebaut worden und ist aber damals bis heute nie ernsthaft versucht worden. Das ist als eigenständiger Abzweig von der Make-Up, so einer ganz historischen Linie für Kronstein, die erste 8a, hier im Gebiet eingebaut worden und geht nach dem ersten Haken, nach dem Zustiegsgelände, komplett eigenständig bis zum Umlenker. Und ich habe die Linie 2020 ja mal so wahrgenommen und dann ein bisschen drin rumgebouldert und habe schnell gemerkt, dass man das schon irgendwie klettern kann, dass da schon genug Griffe sind. Aber ob ich das klettern kann, wusste ich damals noch überhaupt nicht. Ich habe dann relativ schnell die Haken saniert und ein bisschen umpositioniert und dann ja, Versuche drin gemacht und habe dann aber über 10 Tage nur versucht, die Einzelzüge überhaupt mal gelöst zu bekommen und damit hat dann so mein längster und größter Projektierprozess angefangen, was ich bisher gemacht habe. Die Route startet mittig am Dohlenfels auf so einem Felsbalkon. Das ist ja über die Monate zu einem meiner Lieblingsplätze hier geworden. Und dann klettert man so 10 Meter etwa über relativ brüchiges, leichtes Fünfergelände bis zu einem ersten Haken von der Make-Up, wo dann die Linie abzweigt bis zum zweiten Haken, wo man nochmal No Hand Rest hat und runterschütteln kann und wo es dann wirklich richtig losgeht. Hier kommt dann die erste bisschen schwere Sequenz, da muss man einen sauweiten Spanner in ein großes Loch machen, da ein bisschen komisch die Hände umsortieren und durchwechseln, damit man dann mit der richtigen Hand an so einen fetten Henkel kommt, von wo aus man dann die Echse klippen kann, die die Krux absichert. Muss man zuerst mit dem Loch ganz komische Geschichten mit den Füßen machen, tief hinten drin den Toehook, dann den irgendwie gelöst bekommen, einen Knieklemmer machen und dann diese ultra kleinen Leisten irgendwie herknallen bis zu einem Seitgriff rechts drüben. Von hier kommen dann die für mich zwei isoliert allerhärtesten Züge, also zwei Verlängerer mit links auf so seichten Schalen und Mikroleisten. Saudynamisch, kaum gute Tritte irgendwie, bis man dann an den einzigen wirklich halbwegs brauchbaren Griff kommt, von dem man dann die letzte Echse klippen kann. Darauf folgt so ein ganz kurzes, unspektakuläres, technisches Zwischengeplänkel, was aber auch schon ewig gebraucht hat, bis ich da eine richtige Sequenz gefunden habe. Ganz am Schluss die zweite Krux, ein saubitterer Abschlusszug, wo man irgendwie rechts so eine sauabschüssige Mikroleiste herknallen muss und mit links in so einen Untergriff reinfallen, der, wenn man mal die Hüfte oben hat, voll gut zieht, aber du kommst halt sofort unten rein. Und also da bin ich glaube, 5-6 Tage lang da oben immer wieder rausgefallen, einfach nur, weil ich es im Durchstieg nicht mehr auf die Reihe bekommen habe. Als ich dann nach so 10 Tagen reines Ausbouldern angefangen habe, mal ernsthafte Versuche zu machen und Sequenzen zusammenzuhängen, habe ich schnell gemerkt, dass die einzelnen Züge so krass hart für mich sind, dass ich nie sich so ein richtiger Highpoint eingestellt hat, woran ich arbeiten kann, den ich immer mehr nach oben verschieben kann, sondern ich bin total zufällig mal komplett unten rausgefallen, dann recht weit oben, dann in der Mitte vom Boulder, dann 2 Tage lang gar nicht mehr irgendwie über den Boulder drüber gekommen. Und also das war ein total neuer und total frustrierender Prozess eigentlich, nie wirklich eine Basis zu haben, wo man das Gefühl hat, da kann ich jetzt drauf aufbauen und da geht was vorwärts. Nach ungefähr, ich glaube, 20 Tagen in der Route bin ich dann am Silvestertag zum ersten Mal überhaupt von unten kommend über den ersten Boulder gekommen und dann am mehr oder weniger allerletzten oder vorletzten möglichen Zug rausgefallen. Und das war für mich ein brutaler Durchbruch, mit dem ich nie gerechnet hätte, der auf einen Schlag auf einmal da war.
nach dem High-Point-Erfolgserlebnis habe ich mir dann das Ringband angerissen gehabt, bin dann relativ konsequent 1,5 Monate überhaupt nicht mehr klettern gewesen. Hab dann wieder gefühlt von vorne angefangen, wusste dann schon gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch Maximalkraft habe, ob ich nach 1,5 Monaten die Züge überhaupt noch hinbekomme. Und als ich dann wieder saunah dran war, habe ich mir dann zusätzlich noch das Kreuzband gerissen beim Skifahren. Hatte dann wieder eine Zwangspause und konnte dann aber doch relativ schnell wieder mit einer Bandage klettern und weiter versuchen. Wie lief's? Ich nehme jetzt zum 100. Mal vor, zum Minigolfen anzufangen. Nee, lief okay, aber nicht gut. Wie seit 10 Jahren. Aber Amelie hat Spaß. Oh ja. Ja, jetzt auf die Sache. Komm. Was jetzt? Ganz entspannt. Komm, Martin! Und nach 26 Tagen in der Route und knapp 50 Versuchen war es dann schlussendlich doch irgendwann soweit. Ich taufe dich auf Supernatural. Hashtag Meilenstein. Ja, Herr Dr. Lochi, was können Sie uns eigentlich als Vogelbeobachter über Steine sagen? Ja, ganz klar. Coonstone ist Beststone. Machst du nichts falsch mit. Ich versuche ja eigentlich Haribo noch von meiner sportlichen Kompetenz zu überzeugen. Ich glaube, Manna hat auch Kohle. Manna und Waldo. Die Kombination. Seit 1926. Ich könnte dir einen Sekt mit Manna-Geschmack machen. Oh.